Wir haben die Notstandsgesetzgebung gehabt, 1968. Und die Notstandsgesetze sind alle beschlossen. Die brauchen nur noch in Kraft gesetzt zu werden. Da kann Ausnahmezustand ausgerufen werden mit einer Ausgangssperre ab 18 Uhr. Die Pläne dazu liegen auf dem Tisch. Ich habe heute die Information von einer Firma bekommen, die haben mir gesagt, dass am 1. Oktober damit gespielt wird. Wurde mir heute gesagt, ab 1. Oktober. Muss nicht der 1. Oktober sein, wir denken daran, das ist ein langes Wochenende. Dann haben wir das gleiche am 31. Oktober, dass diese Problematik offen im Raum steht. Warum? Der Staat kommt, wird nicht mehr her der Situation. Und die ziehen das durch. Die ziehen das durch. Ja? Und wenn sie nicht durchziehen, ist es unser Erfolg. Ja? Zumindest steht die Option. Die Frage steht ganz konkret, was machen wir in einer solchen Situation? Wie helfen wir uns? Und hier ist die Frage zu klären, wie kommunizieren wir miteinander? Denn wenn das gemacht wird, dann wird das Internet abgeschaltet. Das sind immer die extremsten Fälle. Es gibt ein Sprichwort, ich bin Unternehmer gewesen. Der oberste Grundsatz eines Unternehmers war, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Ja? Was passiert, wenn hier der Kühlschrank nicht mehr angeschaltet werden kann? Was passiert, wenn das Licht ausgeht, wenn wir frieren wie gefolgt? Dann gehen die Leute auf die Straße. Der Staat steht bereit. Ich sage das jetzt ganz offen. Ich war in der ehemaligen DDR am Staatsapparat. Ich war bei der Armee. Und da habe ich über so eine Frage diskutiert. Und die Mittel sind die gleichen. Ich muss das so offen, so wirklich sagen. Der Kapitalismus, den wir jetzt haben, oder der Imperialismus, der gibt seine Macht. Der gibt seine Macht nicht kampflos. Der gibt die Macht nicht kampflos. Und ich muss das so sagen. Am 18. März 1990 wird es nicht mehr geben, wenn praktisch eine Regierung abgewählt wird und dann praktisch das System hier installiert wird. Dann wird es nicht mehr geben. Ich habe da an diesem Wahltag gesagt, wo die erste freie Volkskammer gewählt wurde, sag ich, man hat die Macht friedlich abgegeben. Es wird ein Blutzoll kosten, diese Macht wieder zu erholen. Wenn wir nicht aufpassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Situation spitzt sich zu. Die Situation spitzt sich über die Energiekosten zu, über die Verbraucherpreise. Das spitzt sich zu. Und wenn ein Staat ist in der Familie das Gleiche. Ist in der Familie das Gleiche. Wenn er nicht mehr die Mittel hat, alle zu ernähren, was macht er dann? Kommt die Zwangsmaßnahmen. Hänsel und Gretel. Was haben die Eltern von Hänsel und Gretel gemacht? Die hatten nicht mehr zu essen für die Kinder und sind weitergeschickt. Ja? Müssen wir mal nachdenken. Muss ich ganz offen sagen. Also, ich möchte keine Panik machen. Aber es kann passieren. Wir bleiben nicht untätig. Ja, er sagt, es gibt was anderes im Feld, ja, es gibt genug. Darüber wollen wir informieren, der Axel weiß ja auch Bescheid, was da machen können und so, was es gibt. So, was haben wir denn davor? Der Friedensfest war ein voller Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bedanke mich wirklich bei allen, die da gewesen sind, die vor allem mitgeholfen haben. Das war eine absolute Wahnsinnsgeschichte, ich habe nicht damit gerechnet. Also ich kann mir vorstellen, wir haben Albträume gehabt, wir haben gesagt, geht alles in Ordnung. Ja, also es war schon eine ganz tolle Geschichte. Und wir planen wieder ein Friedensfest nächstes Jahr im Mai. Das steht fest. Wo das nun stattfindet, wann es stattfindet, da überlegen wir uns dann noch, was wir machen können. Ja? So. Aber wir sind bis zum Mai auch nicht untätig, wir machen andere Sachen. Und zwar haben wir besprochen, wir sind ja ein großes Team, jeder kann da mitmachen in diesem Team, also wir haben auch die Möglichkeit, wo wir uns treffen und alles drum und dran. Und zwar planen wir Anfang Oktober einen Informationsstand mit vielleicht so ein bisschen Versorgung vor dem BK4. Vom Netto. Dass wir in den Wohngebiet da oben ein paar Informationen geben können zu bestimmten Sachen, ja, was gerade anliegt. Bis dahin haben sich wahrscheinlich weitere Entwicklungen vollzogen, dass wir da den Bürgern, dass wir uns da präsentieren, auch den Menschen dort zur Verfügung stehen. Jeden Montag haben wir die Spaziergänge. Die finden nach wie vor statt, Treffpunkt 19 Uhr. Vielleicht, und es ist der Dunkelheit, ob wir das mal ein bisschen früher machen, sprechen wir drüber, stellen es Raum zur Diskussion. Ersten Montag im Monat, Kundgebung hier. Am letzten Montag im Monat, so haben wir das zumindest nicht angedacht, findet die Demonstration oder Spaziergang in WK7 statt oder WK6, weil wir da die Menschen auch erreichen wollen. Ganz wichtig. Und die Zustimmung, wo wir dort die ersten Male dort gewesen sind, war enorm. Wir haben am Balkon gestanden, dann zugewunken und alt und dran. Und für manche ist es denen sehr, sehr weit hierher zu kommen, wir müssen auch wieder zurück. Dann haben wir im Vorfeld zu Weihnachten einige Sachen vor. Ja, strahlen wir Liebe aus. Weihnachten ist Fest der Liebe. Ja, strahlen wir das aus. Geben wir den Menschen das hier. Wie wir das machen, werden wir sehen. Ja, die Überlegungen laufen noch.
Ja, wie der Teufel, dass wir den Menschen, die operieren, denn ich kann mir vorstellen, der Weihnachtsmarkt in Schwedt, sofern er stattfindet, ja, wir wissen ja nicht, bei Covid, der Weihnachtsmarkt, der wird ja wahrscheinlich wird nur 2 Tage stattfinden. Bietet man eine andere Möglichkeit, dass wir für uns da was machen können, dass wir uns treffen, dass wir uns austauschen können. Dafür sind diese enorm wichtig, was wir hier machen. Enorm, enorm wichtig. So, dann machen wir da auch was in die Richtung. Dann haben wir vor, ja, und da kommen wir doch Axel zurück, ja, dass wir, wenn es dann kalt wird, kühler wird im November, Ende Oktober, Ende November, dass wir dann hier auch Veranstaltungen anbieten, Indoor-Veranstaltungen, zu den ganzen Fragen, gesunde Ernährung, wie komme ich über den Winter, kann ich mich auf einstellen, auf bestimmte Sachen, damit ich mich nicht richtig ernähren kann und so weiter und so fort. Dass wir uns da auch in dieser Richtung austauschen. Ja, das haben wir vor. Und dann, wie schon gesagt, jeden Montag. Und am Sonntag findet hier eine Veranstaltung auf dem Platz der Befreiung statt. Ja, wer da hingehen kann, möchte dorthin gehen. Die AfD macht ein Frühlingsfest oder die Sommerfeste. Die geht Frühlingsfest, ein Sommerfest. Ne? Genau. Jetzt am Sonntag? Jetzt am Sonntag, genau. Ja, ist ein Sommerfest. Ich sag mal, da gibt es auch Informationen, schätze ich. Ja, und ich sag mal, wie finden die Veranstaltung durch? Da kann man wahrscheinlich auch zu Politikern hingehen, kann mit denen sprechen und ich denke, die haben auch eine Ohr. Aber wie schon gesagt, wir sind jeden Montag unterwegs. Jeden Montag, jeden ersten Montag nach der Demonstration, Kundgebung hier. Und das machen wir, dafür stehen wir. Und wir werden mehr. Liebe Schweder, wir werden wirklich mehr, ich sag euch. Ja, ich danke, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr ausgehalten habt. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Nachhauseweg, vielleicht gute Gedanken. Und wenn ihr Kritik habt, ja, an dieser Kundgebung, dann sagt es einfach. Hier kann jeder reden, wir sind allfreie Leute, wir sind allfreie Menschen. Dankeschön. Ja.